Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Familie Thompson. In der Woche vor meinem Urlaub gibt es jetzt so ein kleines Special. Die ein oder anderen haben es jetzt schon mitbekommen. Und zwar sind wir bei Video 3 dieser Woche. Es gab Montag Guild Wars, Dienstags Not So Berry, Start in die zweite Generation. Mittwoch kommt jetzt Familie Thompson. Am Donnerstag gibt es den ersten Part von Familie Winter, Schulprojekt. Freitag gibt es wieder Guild Wars und Sonntag dann die letzte Folge fürs Erste. Und zwar Familie Winter mit dem zweiten Teil des Schulprojekts. Und dann bin ich erstmal für 3 Wochen in Urlaub, um ein bisschen runterzufahren, neue Kraft zu tanken. Und dann hoffe ich, dass es ja ein bisschen leichter wird. Ich habe zwar trotzdem immer noch einiges an Stress vor mir, aber ja, was tut man nicht alles für seine Zukunft? Apropos Zukunft. Ja, hier in diesem Spielstand ist so viel passiert. Ich habe versucht, alles in Bildern, kleinen Videos, mir Notizen zu machen. Es sind gar nicht mal so viele Tage her, bis zur letzten Folge, wo wir so ein bisschen geredet haben mit den Kleinen, mit der kleinen Maus und mit der April, mit dem Shane auf dem Park waren. Das Erste, was passiert ist, bevor ich das Video zusammengebastelt habe mit Screenshots, wo ja, das war mit der Piper, wo der Jackson ja nicht in der Schule war, die Eltern sich ein bisschen Sorgen gemacht haben und er sie dann gefunden hat und sie ja ziemlich zugerichtet war, denn der Vater hat das Schanz rausbekommen, dass er über Nacht war und hat ihr ein blaues Auge verpasst und ja, kurzerhand sind sie dann gegangen, nachdem das rausgekommen ist, er sich mit dem Vater gestritten hat und ja, der Vater ihm auch ein blaues Auge und eine blutige Lippe verpasst hat, hat er die Piper mit zu sich nach Hause genommen. Er hat mit dem Shane, mit seiner Mutter, der April, gesprochen und die haben jetzt, ja, die April erst, die April sah ich schon, die Piper erstmal bei sich zu Hause aufgenommen. Ja, wir sind ein Haushaltsmitglied größer geworden, dafür sind 2 gegangen. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, da ich den Hunde- und Katzenmod wieder rausgemacht habe, heißt, du weißt jetzt schon, dass was mit den Tieren passiert ist. Und seit dieser Mod draußen ist, habe ich das nicht mehr so unter Beobachtung, wie viele Tage die Tiere noch haben. Und da ist ja, von einer auf die nächste Sekunde nicht nur ein Tier gegangen, sondern direkt 2 hintereinander. Und zwar das Barky und die Penelope. Ich musste mich so zusammenreißen. Es ist zwar nur ein Spiel, aber ich sage das bei allen Let's Plays, wo ich Tiere mit drin habe, bei Sims, das ist irgendwie, jeder, der eigene Tiere hat oder auch generell, jeder kann dieses Gefühl nachempfinden. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, wenn jemand geht, den man sehr lieb hat. Und ja, die beiden sind hintereinander direkt gleichzeitig. Ich habe es dir aufgenommen, zeige dir das gleich. Es war nicht sehr leicht. Die Familie war am Boden. Es hat keinen Spaß gemacht, am Ende dann das mit dem Jackson noch aufzunehmen, weil die Stimmung die so runtergezogen hat und andauernd ist geweint worden, was ich natürlich absolut verstehen kann. Ich bin mit Tieren groß geworden. Bei mir sind schon so viele Tiere in meinen fast 26 Jahren jetzt von mir gegangen. Und es ist ein unfassbarer Verlust, weil für mich, also ich denke mal, das geht den anderen auch, sind Tiere nicht nur Tiere, sondern das sind so Familienmitglieder. Familienmitglieder. Als ich kleiner war, waren zum Beispiel die Hunde bei meinen Eltern nicht wie Hunde, sondern es waren Geschwister für uns. Jetzt zum Beispiel meine Betty oder meine Mimi, bevor ich die Betty bekommen habe mit meinem Freund, das war wie so ein Kind für mich. Ist die Betty jetzt auch. Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber dass man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Und dieser Verlust, das war, boah, ich hatte die ganze Zeit da schon ein ultra, ultra unangenehmes Bauchgefühl, wenn ich nur dran gedacht habe, die irgendwann gehen zu lassen. Ich hatte sie sehr, sehr lange. Wir haben sie damals in der 2. Staffel bekommen, meine ich. Die liebe Sandra hat mir die 4 Stück erstellt, und zwar das Barky, die Penelope, die Cleo und die Chiara sind damals als Welpen und Kitten zu uns gekommen. Damals, als der Jackson und die Kath noch ganz, ganz kleine Toddler waren und gerade das Laufen begonnen haben. Es sind jetzt, ich glaube, 1, 2 Tage vergangen. Vor allem der Sparky, der ist ja immer durch die Gegend gerannt, denn der ist dann mal durchs Bild geflitzt und das ist ganz komisch jetzt hier in diesem Spielstand wieder. Aber das war nicht das Einzigste. Ich zeige dir jetzt kurz diesen Ausschnitt, den ich hier gemacht habe. Diese Folge wird auf jeden Fall länger gehen als 20 Minuten, wahrscheinlich auch länger als 30 Minuten, aber es wird nicht die 40 Minuten übersteigen, das schon mal an der Stelle.
Auf jeden Fall zeige ich dir das Video jetzt von Sparky und Penelope und ich werde sie sehr vermissen. Ich vermisse sie jetzt auch, wenn sie nur Ingame-Hunde sind. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn sie da waren und nicht. Sie waren auch noch nicht als Geister da. Das hatten wir ja bei der Not-So-Berry-Challenge. Aber schau dir erstmal das Video in Ruhe an. Oh, Piguna Conchamizo. Oh, wie am Wohl.
so. Gribix shirsch wibisu. Moinem jabin napsa. Kiranga. Basamu. Maybe Shaiben Inabosh. War schon ziemlich hart, muss ich sagen. Aber okay, gut, ich möchte an meine Liste, die ich hier vor mir liegen habe, weiterkommen. Als nächstes, was kam, war, dass ich mit dem Shane wieder auf die Arbeit gegangen bin. Denn ich hatte ja immerhin und wieder mal so ein paar Problemchen mit der Wache, dass das nicht so funktioniert hat. Er Fälle nicht abschließen konnte. Und jetzt hatte ich eine lange Zeit kein aktives Spiel mit ihm auf der Polizeiwache und dachte mir, komm, du testest das jetzt einfach. Das Schöne ist, es hat funktioniert. Wir haben endlich diesen Fall mit der blondhaarigen Dame abgeschlossen. Er hat das Verhör gemacht, da habe ich dir auch was zusammengeschnipselt. Das füge ich dir gleich ein. Und es hat funktioniert. Und wir haben sogar direkt schon den nächsten Fall zugewiesen bekommen. Es war wirklich ein sehr entspannter Tag, muss ich sagen. Und das zeige ich dir jetzt einmal. Wie gesagt, es hat funktioniert und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten kleinen Mini-Projekt, was ich dir jetzt auch gleich im Anschluss zeigen werde. Es gibt viele kleine Sequenzen heute zwischendurch
Und zwar, hat der Shane mit seiner Frau gesprochen, mit der April. Und er wollte das nicht so stehen lassen. Immerhin wurde sein Sohn angegriffen. Er wurde verletzt, Körperverletzung. Zwar vielleicht nur nicht eine schwerwiegende, aber es ist trotzdem ein Fall von Körperverletzung. Und dann haben die beiden nochmal mit der Piper, mit dem Jackson gesprochen, wie sie das dann jetzt handhaben wollen. Also vor allem haben sie gesagt, es sind in dem sind zwei unterschiedlich getrennte Fälle, weil einmal geht es um die Piper und einmal um den Jackson. Und der Shane hat zu ihm gesagt, also du bist mein Sohn, du bist zwar der Partner von der Piper, aber du bist mein Sohn und ich möchte das nicht so stehen lassen, dass der Vater von ihr dich tätig angegriffen hat, dich verletzt hat, dir eine Körperverletzung zugezogen hat. Das muss zur Anzeige gebracht werden. Schlussendlich hat der Jackson zugestimmt diesem Schritt und konnte dann auch mit einem Gespräch in Ruhe mit der Piper sie dazu überreden, dasselbe zu tun. Nur dass bei ihrem Fall halt viel mehr Delikte vorliegen, da das ja nicht nur eine Tat war, sondern das waren wiederholte Vorgänge, Vorfälle, die der Vater an ihr ausgeübt hat. Und ja, der Shane hat dann kurzerhand dazu entschlossen, mit einem Kollegen, den man aber nicht in dem Video sehen wird, ja, den Vater zu besuchen, ihm die Tatvorwürfe vorzustellen und ihn schlussendlich zu verhaften. Das zeige ich dir jetzt. Ja, okay, ich habe jetzt noch eine kleine Zwischensequenz und dann gehen wir auch schon direkt zum Hauptthema über. Um das aber auszuführen, muss ich dann nochmal ein bisschen ausholen. Aber ja, als das alles dann so war, hat die Emmy traurig ihren Freund angerufen, den Gray, hat mit ihm telefoniert, hat ihm das alles mal geschildert, was jetzt so passiert ist und hat gesagt, du, sie möchte ihn am liebsten einfach mal sehen, in den Arm genommen werden. Ihr steigt das gerade alles ein bisschen über den Kopf, was jetzt so passiert ist und sie braucht jemanden an ihrer Seite. Das habe ich dir jetzt gerade so nebenbei eingeblendet. Sie hat dann mit ihm telefoniert und hat gesagt, hier, wir können uns gerne treffen. Ist überhaupt kein Thema. Ja, dann ist sie mit dem Gray jetzt schon eine Zeit lang zusammen, so über Zusammenzug. Es ist relativ noch sehr locker. Sie sind ein festes Paar. Aber sie haben noch nie so in diese Richtung, ja, wollen wir dann mal zusammenziehen. Es ist alles noch recht weit am Anfang, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist was vorgefallen. Beziehungsweise es ist was passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich eigentlich dachte, das würde nicht in Betracht gezogen werden, weil eigentlich da Gegenmaßnahmen in Betracht gezogen worden sind und die auch umgesetzt worden sind. Ich hoffe, ich verrate jetzt so nicht, aber ich möchte so ein bisschen die Spannung aufbauen. Und ja, dann ist die Emmy aufgestanden und ich habe schon so an ihrem Gesicht gesehen, von weitem so, irgendwie, da stimmt was nicht. Sie war ein bisschen komisch auch drauf, auch den Tag zuvor irgendwie. Einmal hat ihr Trinkbedürfnis extrem zugenommen. So viel Beutel, wie sie an den Tagen getrunken hat, das war total krass. Also normalerweise braucht sie nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gemanagt wird, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, okay, irgendwie ist da mehr Verlangen. Und ja, und dann habe ich sie mir mal von der Seite so angeguckt und dachte mir so, irgendwie ist das ein bisschen, sieht sie ein bisschen anders aus. Ja, ich kann es nicht so wirklich glauben. Ich war total vor den Kopf gestoßen, aber die Emmy ist schwanger.
von dem Cray. Ich bin immer noch so, vor den Kopf gestoßen. Ich freue mich natürlich total. Nur ist halt die Frage, sie wird das, denke ich, jetzt mal gleich ihrer Mama erzählen, weil die wissen auch noch nichts. Sie hat nur sich dann ein bisschen umgezogen, dass man es vielleicht nicht so direkt sieht. Und dann steht natürlich auch die Frage in den Raum, möchte der Cray eigentlich Kinder? Wie sieht das aus? Ist das eine Beziehung fürs Langfristige gesehen? Das gehen wir heute an. Keine Ahnung, wie er reagieren wird. Sie freut sich über das Kind. Ich habe aktuell die Schwangerschaft pausiert, da ich viel zwischen den Haushalten geswitcht bin und nicht wollte, dass sie zu schnell voranschreitet. Auch wenn ich 7 Tage die Schwangerschaft habe, habe ich sie jetzt erstmal pausiert, bis wir das so nebengeschichtlich alles abgearbeitet haben. Ja, die große Bombe ist raus. Wollt ihr sie sehen, unsere Emmy? Ich kann's. Ah nee, eine Sache habe ich ja noch voll vergessen, genau. Da die Emmy ja aktuell noch nicht so beruflich irgendwie untergebracht ist, ich noch nicht so genau weiß, was ich mit ihr machen möchte, weil jetzt viel mit ihrer Geschichte war, dann wurde sie zum Vampir und dann hat sie ja nur ein bisschen so nebenbei diesen Liebesratgeber-Blog gemanagt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, lässt sie einfach weiter studieren. Sie macht jetzt ihren Master in Kommunikation. Genau. Und da hatte sie auch gestern die ersten 2 Kurse schon. Und zwar die Wahrheit schreiben und Vampire und Knoblauch. Und bisher gefällt es ihr. Mir gefällt es. Ich habe wieder diesen Mod drin, damit sie nicht stundenlang an ihren Hausarbeiten sind. Und habe auch einen Mod reingenommen, dass man sieht, wenn sie eine Hausarbeit schreibt, wie weit sie denn überhaupt ist, weil normalerweise ist dann immer nur dieses Icon, aber wenn sie was schreiben, sieht man ja dann immer, ah, okay, sie hat so ein Viertel davon, die Hälfte oder 3 Viertel davon. Und ja, bisher bin ich damit zufrieden. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und ja, ich zeige dir jetzt unsere Emmy, die steht hier vorne. Ich habe sie ein bisschen umgezogen, aber man sieht es trotzdem. Sie ist im ersten Trimester, aber hat schon eine echt große Babykugel. Ja. Für 2 Essen. Ich war total perplext. Sie war das erste Mal, als ich den Bauch gesehen habe, war als der Sensenmann neben ihr stand und ich den Sensenmann mir von der Seite angeguckt habe, wie er den Sparky, als die Rune dann von der April eingepackt worden ist. Ich meine, da hatte ich es erstmal gesehen, dachte mir so, hey, wieso ist denn der eben Bauch so dick? Und dachte mir so, nee, das kann doch jetzt nicht sein, weil es muss in der Zeit passiert sein, meine ich, wo sie beim Cray übernachtet hat. Und das ist eigentlich schon ein paar Folgen her. Deshalb war ich so ein bisschen irritiert. So, hä? Okay, verstehe ich nicht. Außer als ich außerhalb von der Familie war, dass sie sich mit ihm getroffen hat. Das kann man ja schlecht beobachten. Oder er dann zu ihr kam. Kann natürlich auch sein, dass es da passiert ist. Ich weiß es leider nicht. Ich kann es nicht genau verfolgen. Auf jeden Fall ist unsere Emmy schwanger. Ich kann es gar nicht so glauben. Bevor jetzt irgendwer jemand sagt, hier, wir behalten das Baby natürlich. Also ich bin die Letzte, die hier sagt, nee, das muss weg, nee, passt gar nicht. Klar, es war nicht geplant. Aber die Emmy wünscht sich Kinder schon seit Anfang an her. Kann ich dir kurz zeigen? Wäre froh, schwanger zu sein. Genau, das ist über den Buhu Wellness Mod. Und deshalb, da war auch gar nicht irgendwie, oh, sie will nicht Mama werden, sondern direkt glücklich darüber. Es ist auch gar keine Nachricht aufgepoppt und ich habe nur gesagt, hey, wieso ist der Bauch so dick? Ja, das ist die große Überraschung. Ich würde sagen, Süße, wollen wir es mal deiner Mami verkünden? Oh Gott, ihre Stute, ach Schatzi. Wir könnten natürlich auch erst fragen, ob April Enkel will und ihr dann die große Neuigkeit verbreiten, aber wir könnten natürlich auch in Betracht ziehen, was ich jetzt schon ausgeschlossen habe, ja, eine Abtreibung durchführen zu lassen. Aber ich würde sagen, wir fragen die April einfach mal, ob sie Enkelkinder möchte und gucken mal, wie sie darauf reagiert, was sie sagt. Und dann werden wir ihr sagen, ja, hier, Mama, es war ungeplant. April. Und sie sagt so, und? Und? Ach so, das dürfen wir jetzt auswählen. Emirian fragt April, ob sie Enkelkinder haben möchte. April hätte gern Enkelkinder. Nein, April würde es vorziehen, wenn Emirian Hope. April hätte gern Enkelkinder. Ein neues Enkelkind? Ja, das wäre wunderbar. Ja, schön, das ist doch schön, April. Und dann würde ich sagen, ja, verkündigen wir ihr die große Neuigkeit und sagen, hier, Mom, du wirst Oma.
Aber ich denke, die April, die würde sich freuen. Wieso hast du so abgenommen, April? Sag Mama, schau mal. Ja, guck, 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 wie sie sich freut. Erst ist zwar so, aber sie freut sich. Okay, ich würde sagen, wir sagen es natürlich dem Shane auch, auch wenn er nicht ihr richtiger Vater ist, ist er trotzdem ihr Stiefvater. Die zwei sind hier am Lernen und sagen hier, schau mal, du wirst Opa. Und die beiden umarmen sich erstmal. Schön. Süß. Okay, dann sag sie mal, sag, schau mal, ich bin schwanger, du wirst Opa. Ich glaube, der Shane freut sich aber auch. Ja, der Shane ist auch da neutral gegenüber. Voll schön. Ja, Emmy, wollen wir zu ihm reisen? Ich hoffe, der Gray ist natürlich zu Hause. Oh, ich bin absolut gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf reagieren wird. Wir machen das natürlich alles mit dem Woohoo Wellness Mod. Aber nein, Emmy und Gray hatten es scheint ein bisschen eilig. Ich muss sagen, so von vorne sieht man es noch nicht so extrem. Es kommt drauf an, wie sie steht. Okay, Emmy, kannst du anklopfen? Oder darfst du schon direkt rein? Wie ist denn das? Du darfst doch direkt rein, gell? Dann, ja, auch. Wir beobachten vor allem mal den Gray, weil er ja im Hintergrund da dabei ist. Und reagiert er darauf? Sieht er was? Und freut sie sich? Die Phönix freut sich auch. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht, weil die ja richtig so viel unterwegs ist und keine feste Beziehung hat. Die hat immer nur so ein paar Liebeleichen. Aber dass sie sich darüber freut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Süße. Ich würde sagen, wir packen den Gray mal hier zur Runde hinzu. Und ich würde sagen, wir gehen mal in sein Schlafzimmer. Wo haben wir denn das? Genau. Okay, die Spannung steigt. Du wirst erstmal ein bisschen ihm den Tag verschönern und dann testen wir uns da so langsam ran. Sie versucht natürlich so ihren Bauch ein bisschen von ihm abzuwenden, dass er es vielleicht nicht direkt sieht. Sie wird eine tiefgründige Unterhaltung nochmal mit ihm führen. Und dann wird sie sich so langsam mal an dieses ganze Thema ranwagen. Und zwar schauen wir mal, was wir hier so tun. Wir einfach so, als würden sie allgemein einfach mal so ein bisschen quatschen, wie es ihnen so geht. Er fragt natürlich aus, und wie geht's deiner Familie? Vom Bauch hoffe ich, sieht er jetzt noch nicht so viel. Wir tun zumindest so, als hätte er jetzt noch nicht eine Kenntnis davon. Was? Ach so, Bekräftigung der Hingabe. Ich dachte schon, ihr wollt wieder täscheln jetzt wo. Ja. Und sie sagt dann auch so, du, wie stehen wir denn überhaupt hier? Ist das für dich eine ernsthafte Beziehung? Ist das was Langfristiges? Weil die Emmy hat möchte, wenn was Langfristiges, was komplett Festes. Sie möchte nicht nochmal dieses ganze Drama, Partnersuche, sich in jemanden zu verlieben. Weil die beiden haben jetzt die Vergangenheit, aber die Vergangenheit haben sie gesagt, okay gut, die ist geschehen, aber sie kann nicht rückgängig gemacht werden. Also versuchen sie damit zu leben. Und sie haben sich halt auch dadurch einfach lieben gelernt. Genau, und er sagt also, für ihn ist es was Langfristiges. Er möchte, hallöchen. So, okay, sie haben das jetzt so ein bisschen geklärt und dann können wir nochmal Geselligkeitstipps machen und sie wollen beide was Langfristiges. Er liebt sie so, wie sie ist. Und dann guckt sie halt so, okay, gut, wie sieht es denn eigentlich aus? Bist du sehr an dein Zuhause gebunden? Und sie sagt halt so, ja, bei uns ist es ziemlich voll aktuell, weil die Piper ja eingezogen ist. Und sie hat schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, ob sie sich vielleicht eine kleine Wohnung irgendwie holen muss. Und der Gray sagt dann so, nee, also er ist jetzt nicht so extrem an dieses Haus gebunden. Es ist zwar von seinen Eltern, aber er hat jetzt auch nicht so das perfekte Verhältnis zu seinen Eltern. Deshalb würde es ihm jetzt nichts ausmachen, irgendwann mal auszuziehen. Oh, und eine Stunde, na toll, das passt jetzt mal gar nicht. Eine Planreihe, oh nein, in einer Stunde. Wenn nicht, müssen wir einen kurzen Cut machen, wenn die Emmy da in dem Kurs ist. Ja, und dann wird sie sich halt mal sagen, okay, gut, und wie stehst du eigentlich so zu Kindern? Ich weiß ja, dass deine Frau, dass du ein Baby mit ihr verloren hast. Fragen ihn dann mal, ob er Kinder möchte. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was er sagt. Ein bisschen Angst habe ich hier schon, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil Emmy ist wie April, die bedeuten mir, generell bedeuten alle Sims viel, aber sie hat halt auch schon einige Sachen durchgemacht, wo ich mit ihr erlebt habe halt auch. Und das ist halt schon was wir da erlebt haben. Und was sagt er? Er ist auf jeden Fall angespannt. Ich hoffe, das beeinflusst jetzt nicht so sein. Ja, das
Schaut gut aus. Ich würde ge. Och, wie schön. Ja, dann müsste er sich ja jetzt eigentlich freuen, oder? Uff, okay. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum. Wir verkünden ihm die große Neuigkeit. Sie sagt ihm dann: Du Schatz, ich weiß nicht wie, aber ja, wir bekommen ein Baby. Und Oh, jetzt bin ich mal Schatz, sehr schau raus. gespannt. Okay, wieso war das jetzt ein Minus, wenn ich fragen darf? Aber Okay, Emmy. Nebles Wieso. Ich hoffe, er freut sich, dass er sich mit dir eine Zukunft aufbaut, dass er für dein Baby da ist oder auch nicht. Wird halt nicht verkündigt. Okay, bitte jetzt. Sie sagt dann, es tut mir leid, aber wir werden Eltern. In circa einer Stunde, einer Stunde. Habt ihr es gesehen? Wie geil. Er freut sich. Wie schön. Ach, wie cool. Oh, ich freue mich gerade zutiefst, ey, für sie. Dann sie mal ein Kompliment für ihn machen. Dann gibt sie mal ein Küsschen. Dann könnt ihr euch mal umarmen, ihr zwei. Und jo, entweder guckt er jetzt noch im Immobilien. Oder er guckt mal nach seinem Preis. Was ist hier? Glückliche Eltern wegen Ankündigung der Schwangerschaft. Der Partner von Emirian war erfreut, von der Schwangerschaft zu hören. Völlig überglücklich. Dieses Kind wird den beiden so viel Glück bringen. Emirian träumt schon davon. Ach, wie schön. Emmy, mir vor. Ich habe gerade volles fette Grinsen im Gesicht. Wow, wow, wow. Ich würde sagen, sobald die Emmy dann in der Uni ist, warten wir kurz. Ich mache einen Cut rein und wir treffen uns natürlich dann hier wieder, wenn sie dann gehen muss. Nada. Aber wow. Ich glaube, da ist eine sehr zufrieden, oder? Ich glaube, er freut sich tatsächlich. Grace, hättest du, glaube ich, auch nicht gedacht, dass sich das so entwickelt, oder? Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, er hatte, denke ich mal, auch schon Angst, ihr das zu beichten, dass sie einfach aussieht wie seine verstorbene Frau und dass sie halt auch ein Kind zusammen erwartet haben. Emmy ist halt wie so ein Zwillingsklon, ein Doppelgänger, wie man es halt auch nennen will. Und das hat ihn natürlich auch total gefreut, dass sie das so aufgenommen hat, dass sie trotzdem zusammen sind, weiterhin, dass er ihr zeigen kann, er liebt sie, nicht dieses Bild von seiner Frau in dem Sinne. Ja, und jetzt sind die beiden schwanger. Ich bin echt noch so ein bisschen sprachlos. Aber hey, er hat es zum Glück positiv aufgenommen. Die beiden werden natürlich noch nicht zusammenziehen. Ich hatte das erst eigentlich alles vor, dass die Kiddies sich so ein bisschen aufbröseln, wenn es zum Ende der Staffel geht. Aber wo bist du? Ach Gott, Schatz. Wie lange musst du jetzt laufen? Vor allem, wieso kriegst du die ganze Zeit Minusbalken? Verstehe ich nicht. Ja, okay, gut. Sie hat es ihm auf jeden Fall gesagt. Sie ist natürlich sehr glücklich darüber. Guckt euch ihren Bauch an. Emmy, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du Mama wirst. Aber sie ist, glaube ich, ist wirklich sehr glücklich. Also kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, sie hatte schon Angst. Also hätte ich zumindest Angst gehabt, dass er da irgendwie falsch reagiert. Aber es ist ja zum Glück alles nochmal gut ausgegangen. Und ja, wow. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es vielleicht mit diesem glücklichen Gesicht, wie sie hier vor uns herläuft zum Unikurs, der ja nicht mehr lange geht. Jamie, ich kann es das lassen. Die 15 Sekunden, die du jetzt da noch Zeit hast, brauchst du jetzt auch nicht mehr zur Uni zu gehen. Ja, und ich glaube, mit dem süßen Gesicht, wie unsere Emmy hochschwanger nicht, aber sie ist im ersten Trimester. Ich habe noch nicht geguckt. Auch die Folge ist dann jetzt zu Ende. Wir haben nicht viel gespielt, aber viel erzählt, viel gezeigt, was passiert ist. Es ist wirklich einiges passiert. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Es war wirklich so ein Hoch und ein Tief. Und ich dachte mir so, nach dem ganzen Tief, was wir jetzt hatten, ist das doch eigentlich dann so ein schöner, positiver Abschluss, da jetzt weiterzumachen. Vor allem, ich habe jetzt wieder da ein bisschen was zu erzählen, bei denen wieder ein bisschen was zu erzählen. Ist natürlich auch einiges wieder zum Verdauen, vor allem für Emmy und Gray, aber er hat sich sehr darüber gefreut. Ich glaube, er konnte es selbst nicht so ganz an. Oder vielleicht hat er es auch schon gespürt irgendwie. Die sind ja da sehr speziell verbunden, die zwei miteinander. Träume, sowas hatte sie gar nicht gehabt, die Emmy, das vielleicht noch nebenbei sozusagen, weil sie ja viel träumt, auch Zusammenträume mit ihm irgendwie. Aber das war jetzt gar nicht mit dabei. Aber ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich dann sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mitte Oktober, wenn es dann wieder weitergeht, und wünsche dir jetzt erstmal noch einen
wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns im Oktober wiedersehen. Bis dann. Tschüss.